Hallo und herzlich willkommen bei Tiefer Schatz. Zu Halloween möchte ich mal eine rot-braune Limonade testen, und zwar ein original britisches Produkt. Und zwar habe ich mich heute mal für Dandelion and Burdock entschieden. Wer schon mal in Großbritannien oder in London Urlaub gemacht hat, wird bestimmt schon mal in einem White Rose gewesen sein und eine Dandelion and Burdock Limonade bzw. eine Lemonade getestet haben. Ich habe mir das jetzt quasi nach Hause geholt, und zwar von Fentermans gibt es jetzt auch eine Dandelion and Burdock Lemonade. Die ist natürlich basierend auf dem berühmten und gehypten Fentermans Ingwerwurzelkonzentrat oder dieses Ingwerwurzel Brewing. Das habe ich euch ja schon mal in meinen anderen Videos erklärt, wie die da vorgehen. Und obendrauf setzen die jetzt nochmal Dandelion and Burdock, was auf Deutsch ja Löwenzahn und Klette, glaube ich, ja, Klettensubstrakt bedeutet. Man kennt immer nur den ausländischen oder die ausländische Bezeichnung Deutsch. Ne? Genau, Dandelion and Burdock. Braun-rote Angelegenheit, also passend zum Halloween-Tag. Wir haben ja heuer einen Feiertag. So, oh. Man riecht schon was sehr Gesundes, also das riecht sehr nach Kräuter. Hier steht es auch nochmal, Löwenzahnwurzel und Klettenwurzel. Also lag ich schon richtig. Lecker. Das sieht aus wie Hustensaft. Riecht auch so. Es riecht, ganz im Ernst, es riecht wie die Hustenbonbon vom, kennt ihr das, Emoikal-Männchen? Ja, genau so riecht das zum Wohl. Okay, ja, und es schmeckt auch fast so. Also es schmeckt sehr süß, muss ich gleich dazu sagen. Ist jetzt nicht ganz meine Richtung. Es schmeckt sehr süß, es schmeckt nach, ja, so leicht nach Honig. Ja, wie Löwenzahn oder Klette schmeckt, weiß ich jetzt nicht. Aber, ja genau, das Amerikanmännchen. Aber wir haben das auch mal in London oder in Großbritannien getestet. Es ist halt so dieser typische Geschmack. Also wer den wirklich sucht bei uns, da ist er. Ja. Dandelion and Burdock, vielleicht für einen schönen Halloween-Tag, wenn ihr eure Gäste ein bisschen überraschen wollt mit einer sehr kräutrigen Angelegenheit. Ja, das war's mit dem Video. Beim nächsten Mal teste ich wieder was Neues. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wow, das ist echt krass. Willst du mal probieren? Ja, schon. Alter. Mama. Ja, also meins ist es netter. Oh, die anderen beiden von Fentermans fand ich richtig gut, aber das ist ja so halt typisch britisch, ne? Ja. Hustensaft. Absolut Hustensaft.